Lisa, hallo. Hi. Ja. Wie heißt du? Ja, ist nass, ne? Ja. Wie heißt du? Dein Name? Ja. Dein Name? Ich kann es noch nicht so gut. Was war das? B? B? E? Was war das? Bär? Bern? Bertha? Bernadette. Bernadette. Ah, okay. Danke. Das da rechts bin ich. Lisa. Mit tauben Menschen hatte ich bisher noch nie was zu tun. Klar, ich habe mal welche im Bus gesehen. Angesprochen habe ich sie aber irgendwie nie. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl ist, nichts zu hören. Ein Leben ohne Ton. Deshalb bin ich für eine Woche in eine Gehörlosen-WG gezogen. Zu Antonia. Antonia studiert Psychologie und ist seit ihrer Geburt taub. Genau wie Peter. Meinst du, ich muss das komplett schneiden? Also auch das da? Ich quatsch einfach drauf los, obwohl Peter mich gar nicht hört. Ehrlich gesagt sehe ich nur vorbeifliegende Hände und verstehe nichts. Plötzlich bin ich Außenseiterin. Wie muss das dann für Antonia sein? In einer Welt zu leben, in der fast alle um sie herum sprechen und sie ausgeschlossen ist. Das ist Margret. Sie dolmetscht heute für mich. Also ich würde vorschlagen, wir machen ein vegan und ein vegetarisches Essen. Ist das ja, okay? Ja, doch super. Ja. Ja. Esst ihr immer alle zusammen? Oft. Auf jeden Fall für mich und zusammen vielleicht ein-, zweimal die Woche, aber für mich alleine jedenfalls öfter. Und das kommt abhängig davon, wenn ich Zeit habe. Aber ja, eigentlich schon. Schon komisch, dass Antonia und ich uns nicht direkt unterhalten können. Aber ohne Übersetzerin wäre ich echt aufgeschmissen. Ihr seid ja jetzt nur Gehörlose hier in der WG. Habt ihr schon mal mit Hörenden zusammen gewohnt? Ja. Also zweimal jetzt war ich mit einer höheren Person in der Zweier-WG. Das war auch okay und das war auch nett. Aber in dem Praktikumsaufenthalt mit 30 Hörenden und alle saßen zusammen und auch in der Küche zusammen und machten auch alle zusammen. Aber in der großen Runde bin ich total verloren, sitze dann dabei und kriege nichts mit. Und das hat mich schon angestunken. Genau. Vergangenes Jahr habe ich ein Jahr... Ich habe ein Jahr in Uganda gearbeitet, vergangenes Jahr. Genau, in Afrika, Uganda. Und bin dort alleine hingereist und war in einer Gruppe unterwegs, eben auch mit Hörenden. Einzig Gehörloser war ich. Die haben sich viel Mühe gegeben mit mir und ich wollte auch immer eingebunden sein und auch mitmachen. Aber das war in der Kommunikation dann trotzdem schwierig. Ich konnte nicht mehr mithalten. Im 1:1, super wunderbar, ganz fantastisch, aber nicht mehr in der Gruppe. Nicht mehr möglich, konnte ich nicht mithalten. Und seitdem ich hier bin, es ist so geil. Also selbst wenn wir zu 10 hier sitzen würden, ist es trotzdem niemals das Gefühl von ausgeschlossen sein. Jetzt werde ich diejenige sein, die da nichts versteht. Ja, ist auch mal ganz interessant auf jeden Fall, ne? Ich glaube, Margret muss so langsam mal los. Genau, vielen Dank. Alles klar, wir hören uns, tschüss, ne? Schönen Abend. Tschüss. Ach ja. Ohne Ton? Mehr
können sprechen, aber nicht so perfekt. Oh, es ist ziemlich gut. Ja. Aber ihr macht das nicht gerne, oder? Ihr macht das nicht gerne. Nee. Nicht gewohnt. Nicht gewohnt? Ah, okay. Mhm. Und wir reden ja mal nur gehört und aber nicht taubstumm. Mhm. Wir reden ja nicht nur, bedeutet ja nicht stumm. Hier ist es so leise und Tongeräusche. Das stimmt, ja. Irgendwie wollen mir meine Hände noch nicht so richtig gehorchen. Abend, Abend. Ich fühle mich wie im Ausland. Abend. Mhm. Nur, dass ich mir dieses Mal nicht mit Englisch weiterhelfen kann. A, B, C, F, G, H, I, J. Weltweit gibt es über 200 verschiedene Gebärdensprachen. Mal ganz abgesehen von den Dialekten. V, W, X, Y, Z. Ich hole uns einen, oder? Das habe ich schon mal verstanden. Aber richtig unterhalten können wir uns noch lange nicht. Wir brauchen wieder Hilfe. Guten Morgen. guten Morgen. Und heute Morgen warst du ja vorher schon ein bisschen, also vor mir wach. Warst du irgendwie unruhig geschlafen oder wie war deine Nacht? Ich habe so ein bisschen unruhig geschlafen. Aber es ist immer so, wenn du in der neuen oder wenn ich in der neuen Wohnung bin, das, also ich werde halt so wachgehalten von so Geräuschen, wenn man so irgendwo die Klospülung hört oder der Wind hat hier so ums Haus gepfiffen und so. Und dann hört man halt immer so ganz viele Sachen und achtet da irgendwie drauf. Hast du eigentlich viele hörende Freunde oder Freundinnen? Nö. Also ich habe ein paar hörende Freunde, die auch nicht gebärden können. Also naja, beim Corpus-Projekt arbeite ich ja zum Beispiel, da gibt es natürlich auch Kollegen, mit denen ich mich da gut verstehe, aber die können natürlich auch gebärden dann. Also so jemand, der gar nicht gebärden kann, nee, mit solchen Hörenden bin ich tatsächlich dann auch irgendwie nicht befreundet. Habe ich jetzt gar keinen in meinem Freundeskreis. Ich meine, ich habe auch keine gehörlose Freundin in meinem Freundeskreis. Ne? Ich habe nur so gestern Abend irgendwie angefangen, drüber nachzudenken, dass ich es so schade finde. Einfach, dass wenn man halt nicht die gleiche Sprache spricht, das ist echt schwer zu kommunizieren. Es ist einfach so, ich glaube, mit Zettel und Stift, das ist ja auch super, aber für so richtig, also für so eine richtige Freundschaft, glaube ich, reicht das wahrscheinlich nicht aus, nur mit Zettel und Stift und so, ne? Ja, genau. Also klar, wenn man jetzt den ganzen Tag über sich mit Zettel und Stift kommunizieren müsste, dann würde es natürlich anstrengend werden. Also es kann dann natürlich sein, dass der Gehörlose irgendwann auch sagt, okay, dann spreche ich halt so ein bisschen oder der Hörende irgendwann anfängt, Gebärden zu lernen. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich da dann keine Lust auf eine Freundschaft habe, wo ich die ganze Zeit mit Zettel und Stift kommunizieren müsste, wo es immer Missverständnisse gibt. Wo ich quasi die ganze Zeit in der hörenden Welt bin, die sich nicht auf mich einstellt. Also dann bin ich lieber in der gehörlosen Welt, wo alles so auch zu meinen Bedürfnissen passt. Kannst du eigentlich die Bahn hören? Nee. Aber quasi den Wind, ja? Ja. Für mich ist es kaum vorstellbar, wirklich nichts vom Anfahren der Bahn zu hören. Für die 80.000 Gehörlosen in Deutschland ist das aber die Normalität.
in der heutigen Sitzung geht es eben um qualitatives Feedback, dass ihr einmal Rückmeldung kriegt, habe ich wirklich alle relevanten Infos berücksichtigt, wie kann man das vielleicht auch anders formulieren, was ist verständlich geworden, was ist weniger verständlich geworden. Aber wenn wir fertig sind, Antonia ist die einzige taube Studentin in ihrem Psychologieseminar. Wie ich heute Morgen in der WG, braucht sie ja auch eine Dolmetscherin, um mitreden zu können. Ja, es ist, stimmt, es ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr beschreibend und sehr ausführlich und etwas wiederholend. Von daher. Antonia hat mir erzählt, dass die Übersetzer im Studium bis zu 70.000 Euro kosten. Pro Semester. Das Sozialamt übernimmt die Kosten. Dafür muss sich Antonia aber mit jeder Menge Bürokratiekram rumschlagen. Wahnsinn, wie laut Stimmengemurmel sein kann. Ganz schön stressig. Hast du Lust auf Franzbrötchen? Ja? Nimm dir. Wie war das für dich, als du angefangen hast, hier zu studieren? War das irgendwie eine große Umstellung, dass du auf einmal mit Dolmetschern arbeiten musstest? Gab es irgendwie, haben manche Leute irgendwie dir nicht so viel zugetraut am Anfang? Hallo. Ich bin Lars. Hallo, freut mich. Okay. Zu laut? Neue Batterien? Okay. Im Gegensatz zu dir hast du ja ein Hörgerät. Wie viel kannst du hören im Vergleich zu Antonia? Kellerische, Erdgeschoss, also okay. Hoch. Also ich habe das noch nie erlebt, aber die Sorge ist da, wenn noch passiert, soll ich wieder rauskommen. Ah, ja klar. Ich kann ja einen Alarmknopf drücken, dann spritzt der jemand, aber ich verstehe das nicht. Und dann, was soll ich machen? Ja, genau. Schwierig. Aber das ist, eigentlich müsste die Uni doch daran denken, dass ihr hier mit dem Aufzug fahrt. Und irgendwas. Du musst die mal Treppe nehmen, wenn ich das infizieren will. Krass, hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Wenn es ruhig ist, kann Bella erahnen, was ich sage. In Kombination mit Lippenlesen versteht sie mich ganz gut. Bei diesem Fall
Bei einer Vorlesung mit den ganzen Nebengeräuschen braucht sie aber Gebärdensprachdolmetscher. So, und jetzt sieht man, dass ich, wenn ich jetzt mit Verfahren arbeite, wo die Reliabilität nach unten geht, bin jetzt noch nicht so sehr extrem geworden, sondern erstmal bei einer Reliabilität von Punkt 7. Taub sein. Keine Geräusche mehr hören. Wie wäre das für mich? Bella und ich gehen zur Ausstellung Dialog im Stillen. Irgendwie fühlt sich mein ganzer Körper wie in Watte gepackt an. Wie taub. Ohne Gehör verliere ich sofort den Kontakt zu meiner Umwelt. Aber ich kann mich auf einmal viel besser auf kleinste Bewegungen der Hände oder in den Gesichtern konzentrieren. Wahnsinn, wie sehr man durch Geräusche abgelenkt wird. Den Namen der Kirche? Kirche? Also eben im Museum war es ja so ein bisschen, habe ich Kopfhörer aufbekommen, aber ich glaube, es ist ja trotzdem noch mal was anderes, als wenn man wirklich nichts hört. Und ich glaube, mir würde es ganz schwer fallen, auf meinen Hörsinn oder auf meine Ohren irgendwie verzichten zu müssen. Und deswegen kommt immer gleich die Frage, fehlt euch nicht irgendwas? Also fehlt dir irgendwas oder fehlt dir das Hören nicht irgendwie? Soll ich mich hinlegen? Echt? Okay. Ah, krass. Ja. Mhm. Ja, das hat, also das merkt man auf jeden Fall. Wo ist das? Ah, unter der Matratze. Ah, verstehe. Cool. Und dann gibt es halt noch die Lösung mit dem Armband, ne? Ah, ja. Das merkt man. Ja. Zum Vergleich jetzt, Bella macht das ja öfters mal, ne, dass sie dann Worte ausspricht. Könntest du das theoretisch auch oder machst du das auch ganz bewusst nicht?
Mein dritter Abend in der WG. Ich habe heute für alle gekocht. Heute ist keine Dolmetscherin dabei. Mir fällt schon viel leichter, Antonia zu verstehen. Wenn sich Antonia mit ihrem Freund Benny unterhält, bin ich komplett raus. Als es ja auch um Diskriminierung und Ausgrenzung ging, das passiert dir, euch wahrscheinlich in ganz vielen Alltagssituationen, oder? Mir ging es ganz ehrlich ja früher auch so, dass ich nicht sicher war, wie ich am besten mit gehörlosen Menschen kommunizieren soll. Das stimmt leider, dass es oft passiert. Aus Unsicherheit entsteht vieles. Schlimm ist Diskriminierung, wenn hörende Menschen nicht bereit sind, aufzuschreiben, sondern stur darauf beharren, dass ich ablesen muss. Ist mir neulich in der Staatsbib passiert. Ich war wirklich sauer. Was ist da genau passiert in der Bibliothek? Ich hatte mein Passwort vergessen. Das braucht man neuerdings, wenn man ein Buch reservieren oder so will. Dann bat ich den Mann, mit mir zum Ausleihautomat zu kommen. Und er sagte nur, nein, selber ausleihen. Ich, ja, habe schon verstanden. Ich wollte dann aufschreiben, was ich meinte. Nach ewigem Hin und Her bekam ich ein Papier. Dann verstand ich, was er wollte. Ich bat aufzuschreiben, er hat sich geweigert, etc. Dann sagte ich, dass das total diskriminierend ist und wollte seinen Namen wissen, damit ich mich beschweren kann. Er hat gelacht und gesagt, nee, den sagt er mir nicht. Dann wurde ich richtig sauer und schrieb, ich spreche mit ihrem Chef, knallte ihm das Papier auf den Tisch und ging. Alltagsgeräusche machen meine Welt erst zu der Welt, wie ich sie kenne. Für Antonia und die anderen ist die Stille normal. Aber bedeutet das, dass wir nicht zusammenpassen? Oder warum kommen unsere Welten manchmal so schwer zusammen? Ich finde immer, also wir können uns ja unterhalten, noch mit Zettel und Stift oder ihr bringt mir Gebärden bei und so. Aber es ist ja nie eine richtige Kommunikation, wie ihr euch jetzt unterhalten könnt. Ne? Wie oft in so Alltagssituationen, also dass man mal zusammen essen geht mit anderen Hörenden, die keine Gebärdensprache können, das kommt ja wahrscheinlich eigentlich nicht vor. Weil dann muss man ja irgendwie einen Dolmetscher sich organisieren und den müsstet ihr ja auch dann selber bezahlen. Also es ist halt alles immer so, das ist so schade. Ich bin ja jetzt auch schwanger und kriege ein Baby. Es könnte ja sein, dass es auch nicht, also dass es taub auf die Welt kommt. Ne? Und also dann würde ich ja, ich würde glaube ich auf jeden Fall versuchen, Gebärdensprache zu lernen. Weil, also ich weiß es nicht. Oder würde es mein Mann das dann auch machen? Das ist wirklich eine komplizierte Frage, glaube ich.
auch ein paar hörende Leute da. Das finde ich cool. An meinem letzten Tag fahren Antonia, Bella und ich ans Meer. Mal raus aus der Enge und dem Lärm der Stadt. Das hast du, willst du? Es ist viel zu kalt für Eis. Eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Wie Antonia und Bella habe ich auch studiert und bis nachts mit meinen Freunden in der Küche gequatscht. Aber wenn man jeden Tag darum kämpfen muss, verstanden zu werden, das ist viel härter, als man sich vorstellen kann. Wenn ich jetzt perfekt Gebärdensprache könnte, angenommen, irgendwie in ein paar Jahren, wäre ich dann irgendwie ein vollwertiges Mitglied in eurer Gemeinschaft? Oder wäre es trotzdem irgendwie noch anders? Was würdet ihr euch wünschen, wie die Hörenden auf euch zugehen? In den letzten 7 Tagen habe ich eins verstanden. Jede Welt hat ihren Zauber. Egal, ob sie laut, leise oder komplett still ist. Mitleid braucht hier niemand. Die Welten aber immer mal wieder zu durchbrechen und zusammenzukommen, darauf kommt es an. Das ist ein Abenteuer und ein Geschenk.